Hallo, schöne Grüße von der Generalkonferenz hier am letzten Tag. Ein paar Dinge, die wir zusammengetragen haben, wollen André und ich vorstellen. Und als Einstieg würde ich an dieser Stelle gerne mal das Thema Monitoring aufgreifen. Wir hatten ja am Anfang immer so die Frage, wie geht das los, was muss man machen am Mikrofon, was muss man sagen, was darf man nicht sagen. Und da kommen jetzt die Monitoring-Sachen mit ins Spiel. André, möchtest du mal kurz ein paar Dinge erklären zum Thema Monitoring? Ja, also ich fand das sehr interessant, wie man sich als Person hier vorstellen muss, wenn man ans Mikrofon geht. Gut, das ist meine erste Generalkonferenz, ich komme jetzt nicht in die Verlegenheit, das ausprobieren zu müssen. Aber man muss den Namen nennen, wo man herkommt und mindestens noch, ob man Laie oder Pastor ist. Und dann wird es von vielen hier noch erweitert, indem man sagt, welches Geschlecht, wie man gerne angesprochen werden will. Also das war für mich am Anfang schon ein bisschen befremdlich an der Stelle. Ja, das kann ich verstehen. befremdlich war für mich der Punkt, dass auf einmal einige angefangen haben, das zu veralbern. Wo dann Leute gesagt haben, ja, ich bin alt oder ganz alt oder Golden Ager oder was auch immer. Und das fand ich wiederum befremdlich. Ging das auch genauso, oder? Ja, also am Anfang hat man ja dann gut verstanden, warum die Leute das machen. Es gibt ja so ein Monitoring-Team, die dann am Ende des Tages auswerten, wie viele Frauen haben gesprochen, wie viele Männer haben gesprochen. Und dafür fand ich es schon ganz gut, um einfach der Generalkonferenz zu zeigen, wer führt denn das Wort und wer sind die praktisch versuchen, Anträge durchzubringen oder zu unterstützen. Nun war ein ganz großes Thema auf dieser Generalkonferenz bis gestern das Thema Regionalisierung. Das hat ja nun die Wogen hochschlagen lassen, überall, bevor zu Amerika und in Afrika. Und wir haben ja da nun mitbekommen, dass da einige Differenzen entstehen, auch innerhalb der afrikanischen Koalition. Wie hast du das Thema mitgenommen, André? Ja, Regionalisierung war ja eigentlich das Thema, was ich schon in dem Eröffnungsvideo mal angesprochen habe. Ich finde das Thema sehr wichtig, dass die unterschiedlichen Regionen dieser Welt, die ja auch unterschiedlich geprägt sind, eigene Möglichkeiten kriegen, ihre Mission in ihrem Kontext entsprechend gut anpassen zu können, gut durchführen zu können. Und ich denke, wenn wir diese Generalkonferenz mal Revue passieren lassen, dann würde Regionalisierung uns auch da sehr weiterhelfen, weil ich denke mal bestimmt 40% oder 50% von der Zeit, die wir jetzt hier im Plenum verbracht haben, ging am Ende um amerikanische, rein amerikanische Themen. Die könnten die Amerikaner gut in ihrer Regionalkonferenz dann behandeln. Ja, und genauso auch die Afrikaner, die natürlich ihre Themen auch leichter platzieren können, die dann regional spezifisch sind. Wie fandest du die Diskussion um Regionalisierung? Positiv, negativ? Was hast du denn für dich mitgenommen? Also ich fand die Diskussion eigentlich sehr, sehr positiv. Überrascht war ich am Anfang ein bisschen, dass die Amerikaner so sehr dafür, also scheinbar auch dafür waren. Das hatte ich am Anfang eigentlich nicht so erwartet. Bei den Afrikanern gab es ja sowohl die Stimmen, die für die Regionalisierung waren, als auch die Stimmen, die dagegen waren. Wobei bei den Stimmen dagegen sich mir oftmals nicht erschlossen haben, was die Leute eigentlich an diesem Konzept auszusetzen haben. Wie hast du das empfunden? Also ich kenne das ja schon von 2016, 2019. Die Afrikaner haben für mich an dieser Stelle noch stärker ein Bild der Widersprüche präsentiert. Wir werden da sicherlich in den Kommissionen einiges an Widersprüchen auflösen müssen. Und ich gehe davon aus, dass die Afrikaner hier an dem Punkt auch weiter lernen werden. Und das, denke ich, wird am Ende uns bei der nächsten Generalkonferenz helfen, die weiteren notwendigen Schritte anzugehen, die noch offen sind. Ein weiteres großes Programm waren die sozialen Grundsätze. Da haben wir nun viel diskutiert, auch vorweg in den Kommissionen, wie geht das an. Das Thema habe ich zum ersten Mal richtig wahrgenommen, ganz am Anfang in unserer Einführung. Und dieses große Thema auf einmal da gründlich aufzuräumen, fand ich erstmal gut, den Ansatz auch gut. Und ich war gespannt, was bei der Generalkonferenz dabei rauskommen würde. Was meinst du dazu, André? Wie hast du das empfunden? Ich war ein bisschen überrascht, dass das Thema eigentlich, ja, hätte gar nicht im Plenum behandelt werden sollen. Normalerweise stand ja eigentlich auf dem Konsentkalender. Also das Konsentkalender ist das, wo in den eigentlichen Fachgremien Mehrheit besteht und weniger als 10 Gegenstimmen war. Dann hat jemand von diesem Konsentkalender heruntergezogen und wir haben es im Plenum behandelt. Aber auch da haben wir letztendlich nur noch mal über diesen Abschnitt der
der Heirat gesprochen und eine leichte Veränderung vorgenommen, aus meiner Sicht nicht inhaltlich, also sondern nur vom Wording her. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, dass das Thema dann doch so wenig Zeit in Anspruch genommen hat. Ja, von wenig Zeit würde ich jetzt weniger reden. Es hat schon eine ganze Menge Zeit in Anspruch genommen, vor allem aber sinnlose Zeit. Es war leere Zeit. Man saß da rum und hat dann am Ende doch wieder nur sich gefragt, sind wir jetzt wieder am Anfang oder wo sind wir eigentlich? Es war also für mich als Außenstehenden, der in diesem Robert Rules of Order, die die parlamentarische Grundlage sind, überhaupt nicht klar kam. Aber gut, das ist nun mal Amerika ein Stück dabei, was wir da erleben. Nun sind wir beide ja nun in Kommissionen hineingewählt worden, die das während der Konferenz auch dann tagen, aber eben auch darüber hinaus in den Jahr viert dann die Geschäfte erledigen. Auf deiner Seite, André, ist das Standing Committee on Central Conference Matters und auf meiner Seite das Finanzgremium GCFA. Wie bist du euch da reingekommen mit dieses Komitee? Ach, einfach hat mich der Harald gefragt, ob ich das machen will. Also ob ich das machen würde. Und ich denke, jeder von uns deutschen Delegierten, wir sind ja nur zu sechs, arbeitet in irgendeinem dieser Komitees oder Gremien mit. Und von daher war es natürlich klar, dass das dann am Ende dazugehört. Okay. Ich bin sehr gespannt auf die Arbeit in diesem Standing Committee. Wir haben uns gestern das erste Mal getroffen, haben einen Chair gewählt, also einen Vorsitzenden, einen Sekretär. Ja, und jetzt geht es darum, wann trifft man sich das erste Mal. Ich denke, die Aufgaben, die dieses Standing Committee hat, sind relativ klar umrissen. In diesem Jahr 4 muss darum gehen, letztendlich die Regionalisierung, die jetzt begonnen hat, zum einen den jährlichen Konferenzen Material an die Hand zu geben für die Ratifizierung. Das ist, denke ich, sehr wichtig, dass wir auch dass in Deutschland unseren Delegierten, den jährlichen Konferenzen, klar machen, dass Regionalisierung uns als Gesamtkirche hilft und dass das wichtig ist. Alle Delegierten aller jährlichen Konferenzen müssen zu dem Thema abstimmen und am Ende wird über alle Delegierten aller jährlichen Konferenzen in der UMC braucht es am Ende eine Zweidrittelmehrheit, die dann zu einer Ratifizierung dieses Beschlusses der Generalkonferenz erst führt. Es wird also noch über ein Jahr dauern, ehe wir wissen, ob die Regionalisierung, so wie wir sie in dieser Woche beschlossen haben, auch wirklich in Kraft tritt. Und dann geht es natürlich darum, weiterzudenken bei Regionalisierung. Wir haben jetzt dieses grobe Konzept etabliert. Die Regionen haben das Recht, das Book of Discipline in bestimmten Teilen zu adaptieren. Und da wird es im nächsten Jahr für darum gehen, genau festzulegen, was kommt in dieses Common Book of Discipline, also was ist der nicht adaptierbare, nicht anpassbare Teil und was ist der Teil, den die Regionalkonferenzen, also die eigenen Regionen dann anpassen können, um Mission und in ihrem Kontext am besten betreiben zu können. Das ist, denke ich, die Aufgabe, die ich zumindest jetzt für mich sehe in diesem Standing Committee. Mhm. Und du bist im Finanzkomitee? Ja, Finanzen, das beschäftigt sich ja seit Jahrzehnten in unserer Kirche. Und die Finanzen, die wir jetzt vor uns haben, sind natürlich schwierig und bedrückend, weil durch den Ausstieg vieler Gemeinden und Konferenzen in der amerikanischen Mutterkirche die Möglichkeiten, sich da weiterzuentwickeln, schwieriger werden. Und diese finanziellen Bedrängnisse dann passend in die jeweiligen Töpfe reinzukippen, das ist dann schon eine Herausforderung. Aber da bin ich gespannt, wie ich mich da einbringen kann, welche Möglichkeiten ich da habe und bin da auch sehr positiv gestimmt, dass ich da irgendwie ein bisschen was leisten kann für uns als Europäer. Denn in diesem Gremium bin ich der einzige Europäer, und das wohl für die nächsten 8 Jahre, also ist das schon eine gewisse Herausforderung, die ich mir aber gerne stelle. Ja, ein letztes Wort? Ja, ich bin gespannt, wie wir diesen Tag heute, das ist ja der letzte Tag der Generalkonferenz, noch über die Bühne bekommen werden, was am Ende noch an Anträgen stattfinden wird. Wir haben heute noch das große Thema der Finanzen, die durchs Plenum muss. Ja, und dann bin ich gespannt, wie lange das heute Abend geht. Ob wir um 6 fertig werden oder ob sich das länger zieht. Also von den Erzählungen, die ich gehört habe, ist ja der normale offizielle Schluss eigentlich ein seltenes Ereignis. Mal gucken, ob wir das heute schaffen. Da bin ich auch gespannt und ich freue mich auf die nächste Generalkonferenz, die dann 2026 oder 2028 stattfinden wird. Wir werden mal sehen.